Und damit, meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen hier zu Little Sweet Larry im Love for Sale. Ich habe mir das Spiel gerade käuflich organisiert. Ihr seht hier, ne, der Cursor ist eine schöne kleine Lümmeltüte, ne? Der gute Hello, ne? Wir hatten ja schon Larry gespielt auf diesem Kanal, ne? Die Reloaded-Version, und jetzt gibt es eine wunderschöne Seite im Netz, GOG, das werde ich auch unten in Videobeschreibung verlinken, und das ist, bin ganz aufgeregt, meine Leute, wie bei jedem neuen Let's Play, bin ich total aufgeregt, ich bin, Little Sweet Larry, ja, wir haben ihn schon gespielt, den alten Schwerenöter, den alten, hier, Präsermann, das ist, also, das ist hier Yacht nach Liebe, ist der deutsche Titel, und diese Seite, GOG, ist mit, ja, das kann ich nicht sagen sollen. Wir fangen, glaube ich, vielleicht direkt mal an, ne? Ich werde einiges zum Spiel noch sagen, wenn wir drin sind und jetzt gar nicht lange rumquatschen. Wir gehen jetzt hier mal auf ein neues Spiel und mal gucken, was uns da so erwartet. Ich heiße euch auf jeden Fall ganz recht herzlich willkommen und ja, Larry, guter alter Larry. Oh, Baby. Oh, Gott. Baby. Du bist die Größte. Das ist die schönste Nacht meines Lebens. Ich brauche mehr, Larry. Mehr und etwas Neues. Schlüpf mal in die hier. Mein Gott, Shamara, gibt es denn noch was, was wir nicht ausprobiert haben? Es gibt eine Menge Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, Laffer. Und deshalb werde ich dich jetzt verlassen. Mich verlassen? Jetzt? Eine Nacht mit dir lässt einer Frau eine Menge Zeit zum Nachdenken. Aber dieser ganze New-Age-Kram ist nicht mein Ding. Was ich wirklich liebe, ist Kohle. Du kannst mich doch hier nicht einfach so liegen lassen. Du hast recht. Mach's gut, Blödmann. Ich bin nicht Raucher. Oh, Baby. Du bist das Letzte. Das ist die schlimmste Nacht meines Lebens. Viel schlimmer kann's ja nicht mehr werden. Das hätte ich nicht sagen sollen. Achtung, Achtung! Sie da, in dem Penthouse! Ich? Ja, Sie! Die Person, die mit Shamara die Nacht verbracht hat. Gehen Sie jetzt! Wohin? Wir vermuten, dass es hier irgendwo brennt. Okay. Ja, Vermutung ist richtig. Ich sehe es direkt vor mir und, ja, hier schön die Achselhaare, habt ihr das gesehen? Da, nochmal ganz gut. Ja, Larry, wir kriegen. Ja. Hallo, da, ne? Wunderschön. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Das Interface ist übrigens ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber anders als bei anderen. Ihr werdet das nur sehen. Das ist dein Leib. Oh. Bald schon wird es dein brennender Leib sein. Das ist gut. Das ist. Noch irgendwelche Fragen? Aktuell nicht. Das ist hier. Wir gucken natürlich erstmal auf das Wesentliche, ne? Das ist. Es ist jetzt nicht die Zeit für Souvenirs. Naja, nebenbei bemerkt, ist sich deine BH-Schublade schon ganz ausgebeugt. Ah, ist mich klar gewesen. Das ist ja okay. Was haben wir hier? Das, wir gucken uns erstmal die Flammen ganz in Ruhe an. Es wird auch Feuer genannt. Ah, das breitet sich aus. Ah. Und es wird dich umbringen, wenn du dich nicht ganz schnell aus dem Staub machst. Ich glaube, man kann bei diesem Spiel sogar sterben, liebe Leute. Ich habe das nicht mehr ganz in Erinnerung. Das ist schon ein bisschen länger her. Ne? Das ist, was ist das? Das Bett angucken hier. Shamaras heißes Lotterbett. Liebe Leute, lottern Sie mit. Es brennt. Und versuchen nicht aus Sie Leidenschaft. Etwas aus den Nachttischen neben Ihrem Bett zu nehmen. Ja, ich habe schon versucht. Das geht nicht. Ich möchte gerne, dass es. Oh. Was haben wir hier? Okay, Larry, pass mal auf. Was haben wir hier? Gucken wir mal. Ansehen. Rechter Tisch. Das ist für mich eigentlich der linke, aber okay. Wenn du rückwärts, dann rechts. Doch, das andere links. Okay. Der Nachttisch wäre leer, wenn Shamara nicht ihre Schraubzwinge liegen gelassen hätte. Schraubzwinge? Das, Larry, war aber wirklich eine heiße Nacht, kann man so sagen. Also ich bin. Das ist sicher. Ja, Shamaras Schraubzwinge. Bewegen Sie Ihre Maus über einen Tisch, bis der Cursor sich entrollt, der Liebe streckt auf oder sagen wir mal, sich verändert. Entrollen. Klicken Sie mit der linken Maustaste. Gehen Sie im folgenden Menü auf Nehmen. Wenn sich Nehmen nicht im Menü befindet, sind Sie an der falschen Stelle.
Ich bin niemals an der falschen Stelle. Okay, pass mal auf, dann nehmen wir das mal, diese wunderbare Schraube, sogar TM-Zwinge. Unglaublich. Schön, dass Shamara diese Schraubzwinge letzte Nacht benutzt hat. An die komme ich von hier aus ran. Geil. Das hätte ich immer gerne gesehen, wie sie die benutzt hat. Okay, das haben wir dann wahrscheinlich abgekaspert, ne? Auf diesem Nachttisch steht nichts mehr. Okay, da ist also alles weg. Was haben wir hier? La Costa Lotta stattet freundlicherweise jeden Raum mit einem dieser kostenlosen kleinen Haarstricksets aus. La Costa Lotta will ich haben. Nehmen. Meine Frisur könnte ein bisschen mehr Volumen vertragen. Ja, das ist eine ganz normale Geschichte. So, ich konnte jetzt noch ein bisschen was zum Spiel sagen, aber ihr habt gesehen, wir haben wieder Punkte gekriegt, ne? Aber wir müssen Larry, glaube ich, erstmal hier raushelfen. Das geht nicht anders. Wenn Sie auf rechts draufklicken, können wir hier aufs Inventory klicken. Machen wir mal, können wir das hier irgendwie öffnen? Du öffnest die Gratispackung des kleinen Haarstricksets und findest darin eine Nadel. Eine Nadel. Man bedenke all die Möglichkeiten, würde Mr. Guybrush Threepwood sagen. Pass mal auf, was haben wir jetzt hier? Das ist eine Schraubzwinge. Aber nach dem, was Shamara dir damit angetan hat, verdient sie eher den Begriff Lüsterklemme. Ah ja, ich verstehe. Nachtigallegör der Trapsen. So, aber jetzt können wir hier nämlich draufklicken, wir können es ansehen, wir können es benutzen, wir können es mit Nadel benutzen. Machen wir mal. Na, solche Sachen sind dann vorgegeben, das ist alles ein bisschen anders als bei anderen Adventures, aber dafür so Little Sweet Larry oder Little Sweet, man sagt. Ja, Larry, wie kriegen Sie hin? Auf jeden Fall, jetzt haben wir eine verbogene Nadel. Das war ganze Arbeit, die Stahlnadel in diese verlockende Zickzackform zu bringen. Besonders wenn man bedenkt, dass du mit deinen Zehen arbeiten musst. Ein Klick auf diesen Balken und ein Menü klappt nach unten. Ah, haben wir das auch schon mal entdeckt? So, pass mal auf, das wollte ich jetzt benutzen mit Schraubzwinge. Sie ist schon so verbogen, wie sie es jemals sein wird. Wie sie es jemals... Ah, sehr philosophisch, der Mann. So, pass mal auf, was haben wir denn hier? Das sind die Handcuffs. Wo? Larry. Bewegen Sie Ihren Zeiger in die linke obere Ecke der Spielgrafik, bis ein Menübalken erscheint. Das haben wir schon gemacht. Ein Klick auf diesen Balken und ein Menü klappt nach unten. Okay, pass mal, das machen wir, sonst quatscht ihr uns die ganze Zeit noch voll. Hier, Game, bla bla bla. Ja. So, pass mal, jetzt hier die Handschellen. Hallo, Larry, bist du bitte mal ein bisschen still? Pass mal auf, hier ansehen. Bei den Handschellen hat Shamara wie im richtigen Leben keine Kosten gescheut. Handschellen, die von der Firma Vereinigte Stahlschwestern gefertigt worden sind, lassen sich nicht aufbrechen. Vereinigte Stahlschwestern? Okay, können wir benutzen mit? Das können wir mit der verbogenen Nadel mal benutzen. Das bietet er zumindest an. Und was er anbietet, das ist vielleicht. Sechs Punkte haben wir schon. Wow. Ja! Sprengen! Sind Sie verrückt? Ich bin hier im 40. Stock! Keine Sorge, wir haben ein Netz! 40. Stock? Hier sind ein paar schöne Rosen. Wir mal angucken hier. Ansehen, Rose. Drei ganz normale Rosen. Eine perfekte Metapher für Shamara und dich und... Also gut, vielleicht doch eine imperfekte Metapher. Na, jetzt hier keine Wortglaubereien. Können wir die nehmen? Na klar doch. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um Blumen zu pflücken. Ja, da gibt's immer die Fische sehen aber gar nicht gut aus. Die Leute, das ist aber ein bisschen... Die armen kleinen Kerle haben schon bessere Tage gesehen. Ja, das ist wohl wahr. Was können wir sonst noch machen? Zerbrechen? Das Wasser in dem Aquarium wird nicht ausreichen, um dieses Inferno zu löschen. Inferno? Oh, wir sind doch im Inferno. Okay, trinken? Selbst diese lange Liebesnacht hat mich nicht so durstig gemacht, dass ich anfange, warmes Wasser mit Fischkacke zu trinken. Mit Fischkacke? Wie heißt das? Don't drink water, fish fucking it. Okay, aber das, Moment, das ist benutzen verbogener Schraubzwinge. Das brauchst du hier nicht. Okay, was haben wir hier? Eine Flurleuchte. Für die Herstellung dieser Flurleuchte musste La Costa Lotta eine alte Barglocke und einige 10 Pfund Gewichte recyceln. Okay, können wir das irgendwie nehmen? Du musst ihn nicht nehmen. Werfen reicht völlig. Okay, dann werfen wir mal. Aber jetzt, schnell. Ja, darf ich jetzt auch? Okay, werfen. Du kannst sie nicht hochheben, Larry. Das Ding wiegt an die 20 Pfund. Das sind verkackte 10 Kilo. Und, na gut, pass auf, was ist denn hier ein Stuhl? Erstmal an. Dieser Stuhl ist ein schwergewichtiges Beispiel für die schöne Möbelhandwerkskunst der Möbelhauskette Gut und Billig. Gut und billig. Ah ja, wie gesagt, ich liebe das Spiel. Das Spiel ist so witzig. Wir nehmen den mal. Du musst ihn nicht nehmen. Werfen reicht völlig. Okay, dann werfe ich den aber jetzt. Ja. Pass auf, wir werfen ihn jetzt mal.
Und Rubbel die Katz sind wir draußen. Hotel Mobiliar ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das ist wohl wahr. Das ist schrecklich. Das ist. So, was haben wir hier? Das ist das schöne Hütchen. Zerbrechen Sie die Glastür! Zerbrechen. Erstmal gucken wir uns das an. Diese Glastür führt auf den Balkon. Balkon. Und in Sicherheit. Ja, ja, Sicherheit, genau. Wir öffnen die mal. Okay, war dann vielleicht ein bisschen heiß. Unsere hitzig leidenschaftliche Liebesnacht hat wahrscheinlich die Zarge aus der Fassung gebracht. Das könnte sein. Genau so muss es gewesen sein. Ja, da würde ich drauf wetten. Also Leute, ich würde drauf wetten. Das Schöne ist jetzt, okay, wir haben hier The Boss, ne? Das gab es damals bei Videospielen, ne? In früherer Zeit. Den Boss-Key, den sogenannten. Wenn man den drückte, dann sah man dann letztendlich irgendwelche Grafiken. Die werden wir auch mal drücken, weil ich weiß jetzt nicht, es gab Larry-Spiele. Wenn du da den Boss-Key gedrückt hast, kamst du nicht mehr raus. Das heißt, du kamst nicht wieder ins Spiel zurück. Und deswegen lasse ich das erstmal. Wir probieren das mal alles nochmal aus. Aber jetzt gehen wir erstmal hier, das war rechts, ich gehe mit links klicken, genau. Jetzt gibt's andere. Das ist eine Besonderheit bei diesem Spiel, denn das erste Legends of Larry war ja ein reines Text-Adventure, beziehungsweise du hast den Dengel über Textsachen gesteuert und hier kann man jetzt auch was eingeben. Er hat uns jetzt einen Hinweis gegeben, zerbrechen sie, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Müssen wir mal ein bisschen rumgreifen, ne? Zerbrechen. So, wir gehen jetzt erstmal auf Zerbrechen und dann wird alles gut. Hey! Oh. Hey, was ist das? Au, ich hasse es, mich ab Papier zu schneiden. Au, ich hasse es, mich ab Papier zu schneiden. Springen Sie! Also gut, ich komme! Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes Mal, wo ich mir das anhören muss. Suit Larry. Sie sind gerade aus dem 40. Stock eines brennenden Hochhauses gesprungen. Was werden Sie als nächstes tun? Ich werde eine Kreuzfahrt machen. Legends with Larry, Love for Sale. Der gute Mr. Ello spielt wieder das Saxophon. Der Mann hat das Ding ja hier unbekanntlich immer geschrieben mit Mr. Don Munsil, und das ist alles, ach, liebe Leute. Ja, man achtet hier auf die Feinheiten dieses wunderschönen Kreuzfahrtschiffes. Ich kann es nicht verhindern. Diese Musik geht nicht mehr durch. Mr. Ello am Saxophon. Hier, da ist Big Whoop, ne? Wir haben ja gerade Monkey Island 3 gespielt. Das ist Big Whoop da vorne, seht ihr es, ne? Hier seht ihr, ja, viel Ladung, schöne bunte Falten. Hier geht eine Mama mit Kind, ne? Bim, 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 bim. Jennifer Gibbs is out the bank. Soundeffekte, was ist mit Miss Banjo Kai? Oh, hallo, ihr kleinen Schiffsschönheiten. Ich heiße Leffer. Larry Leffer. Willkommen an Bord der PMS Bouncy, Leffer. Ich bin Captain Fay. Bevor diese Kreuzfahrt vorbei ist, wird sie sich mir hemmungslos hingegeben haben. Hier ist Ihre Schlüsselkarte, Herr Leffer. Es gab ein paar Probleme mit Ihrer Kabine. Oh. Sowas habe ich erwartet. Ich auch. Oh, keine Angst. Ich habe mir erlaubt, Ihnen unseren größten Raum zur Verfügung zu stellen. Sie werden genügend Platz vorfinden. Wow, super. Danke sehr. Wo befindet sich mein Zimmer? Oh, schauen Sie nur auf die Schiffskarte. Sie haben Raumnummer 0. Raumnummer 0? Das klingt wie ein halbes Scheißhaus. Mann, 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 das ist sind wir hier nur offen? Das ist, Achtung bitte, eine Durchsage. Jeder, der Lust hat, die nächste Woche damit zu verbringen, den Kapitän zu bumsen, bitte sofort in der Lounge melden. Okay, wo ist die Lounge? Wo ist die Lounge? Das ist der Kapitän.
So, ich heiße euch jetzt hier erstmal, bevor mir der Sabbat komplett aus der Fresse läuft, heiße ich euch ganz herzlich nochmal hier willkommen bei Licious with Larry 7. Das ist die 7, ne? Yacht nach Liebe. Ich habe es damals im Original besessen. Ich habe es mir jetzt runtergezogen von einer Seite, die GOG heißt. Sehr empfehlenswert. Ich werde die Seite auch unten verlinken. Die pimpen ältere Spiele auf und machen die für Windows 7 oder 8 oder 9 oder 10, was auch immer für Windows-Version ihr gerade drauf habt, auch für Mac, spielbar, sodass ich das Ding jetzt spielen konnte. Konnte ich vorher nicht mehr, nur es hat sich nicht mehr installieren lassen, weil ich Windows 64-Bit in der 7er-Version habe und insofern, ja, war das eine ganz geile Sache, dass es die Jungs gibt. Ne? Wie gesagt, ich verlinke das Ding unten, da gibt es echt tolle Spiele, auch sehr, sehr günstig, die haben sogar eine Geld-Zurück-Garantie nach 30 Tagen. Das heißt, wenn ich es jetzt nach 30 Tagen durchzocken würde, könnte ich die Kohle wiederholen. Ne? Mache ich natürlich nicht, weil ich die Jungs echt unterstützen will, weil ich das echt ein ziemlich cooles Projekt finde. Ne? Und insofern, ne, das Ding hat, glaube ich, gekostet, ich glaube, 5,99 Euro. Ne? Also echt bezahlbar. Ich habe es zwar schon mal vorher bezahlt, aber ja nun. Das Spiel hatte wirklich ein paar Besonderheiten. Der gute Larry steht hier rum. Eine Besonderheit möchte ich euch jetzt sofort zu Beginn mal zeigen. Wir seht hier, ne, sowas Buntes gekringeltes. Und da, ne, wird die, da gibt es eine Erektion, ne? Sag ich jetzt mal, und ich klicke da einfach mal drauf. Yeah, baby! Yeah, baby, congratulations, you found einen von 32 possible. Keep poking around. Okay, das Ding ist irgendwie halb, also er hat nicht alle Sachen auf komplett Deutsch mit übernommen bei der Version. Naja, ich hatte Englisch-Leistungskurs, insofern kriege ich das hin und ich denke mal, es wird auch dafür reichen, das für euch zu übersetzen, falls ihr das nicht drauf habt. Ich denke mal, ihr habt das drauf und insofern, ne? Okay, also, yeah, baby, wir haben jetzt einen von 32 Dildos, ne, hier, where's Dildo, ne, gefunden und das gibt immer ein yeah, baby und ich bin ehrlich, ich habe das Spiel seinerzeit, glaube ich, zwei oder drei Mal gespielt. Ich glaube, alle 32 habe ich nie gefunden. Ich will das jetzt mal probieren, ob es mir gelingt, weiß ich nicht, also ich habe keinen 100% Anspruch, aber ein bisschen schon, so. Okay, der Purser ist übrigens Herz allerliebst. Es ist wirklich ganz, ganz traumhaft. Wir gucken uns den Clan noch mal ein bisschen Peter, an. Peter, der Purser des Schiffes, residiert an diesem Schalter. Immer auf dem Sprung, um seinen Passagieren bei jeder Gelegenheit zu helfen. Peter, der Purser, der ist lecker, sagen wir mal, verzaubert. Und wir unterhalten uns mal mit dem Purser. Mal gucken, was er so zu sagen hat. So, mein Konto. Konto? Gibt's hier Konten? Er hat auf jeden Fall keine Augen, er hat nur eine Brille, ne? Also so eine ähnliche Brille wie ich, nur ich habe Augen, er nicht. Wir quatschen trotzdem. Also auf Konto, wie sieht's aus? Alles easy hier so, von wegen Kohle? Ich bin ein wenig in Sorge über die Belastungen auf meinem Konto. Können Sie mir sagen, ob es noch gedeckt ist? Natürlich. Warten Sie hier, ich bin gleich zurück. Ah, Nachtigall-Likör, der Würfel dürfen nicht vom Spieltisch entfernt werden. Ach, das ist die Dame, die anseilt. Können wir mit dir reden? Schönes. Am Schalter des Pursers steht ein wunderbares Aquarium. Aber was macht der Taucher da drin? Meinst du den hier? Ihre Belastungen tendieren gegen Null, wenn man mal von den 381 Mark an der Bar absieht. 381 Mark an der Bar? Ja, Mark, ihr merkt das, ne? Liebe jungen Hüpfer, die ihr hopsa, die ein bisschen jünger seid, ne? Damals gab's Mark und Mark war eine gute Sache. Jetzt gibt's Euros und Euros und, naja, ich werde jetzt hier keine Wirtschaftsdiskussion anführen und anleiten und beginnen, deswegen, so pass mal auf, sich unterhalten. Telefon? Telefon? Kann ich Ihr Telefon benutzen? Nein, dieses Telefon darf nur in offiziellen Purser-Angelegenheiten benutzt werden. Nehmen Sie das Telefon da drüben an der Säule. Offizielle Purser-Angelegenheiten, okay. Okay, bis zum nächsten Mal. Und was meinen Sie damit? Die Weißen laden nur zum B- und Entladen. Das ist übrigens eine Anspielung auf einen Film. Total verrückte Reise in einem total verrückten Flugzeug und Raumschiff und Bus, was es da nicht alles gab. Und da gab das auch die Weißen nur zum B- und Entladen. Und hier, glaube ich, sehe ich noch ein... Yeah, baby! You found 2 of 32 possible. Keep poking around. Where is Dildo? Und wir poken jetzt hier around. Und ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Leute, ich werde noch ein paar Sachen zum Spiel sagen. Und weil das Ding ist einfach, ich finde es eines der lustigsten Spiele, die ich echt je gespielt habe. Ich habe ja die Reloaded-Version von Larry gespielt. Die fand ich auch wirklich toll gemacht.
Das Ding ist ja komplett auf Deutsch. Ich glaube, die Roll war die Englisch mit deutschen Untertiteln. Ich glaube wohl, ne? Ja. GGG. Ja, okay. Das hier ist auf jeden Fall komplett deutsch, was die Sache echt schön macht. Das ist auch super synchronisiert. Der Purser... Achtung bitte. Eine Durchsage. In der Schiffslounge findet in wenigen Minuten ein Treffen statt für alle Passagiere, die in der nächsten Woche unter dem Kapitän arbeiten wollen. Das wollen wir unbedingt, liebe Leute. Wir wollen unbedingt unter dem Kapitän arbeiten. Vielleicht auch drüber, ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall, das ist unser, denke ich mal, primäres Ziel, den Kapitän Tai. Wir haben sie ja gesehen, eine sehr adrette junge Dame. Ne? Da werden wir hier übrigens einige von sehen. Es ist halt ein Larry-Spiel und beim Larry geht es nun mal um, sagen wir mal, das Wesentliche. Und das sind Frauen ins Bett zu kriegen. Und das ist alles ganz schrecklich, moralisch, ethisch schwer verwerflich, aber es ist nur ein Spiel. Bitte denkt dran, es ist nur ein Spiel. Liebe Leute, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an der Sache. Glaubt mir, vertraut mir, das Ding ist wirklich ein Highlight. Das Ding hat, wir werden des Öfteren schallend lachen, schmunzeln, wie auch immer. Es wird toll. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe. Wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Und die Rinne wird eine Leisure Speed Larry Rinne sein. Ciao, ciao.